Hier ist Ronja und heute gucken wir uns zusammen mal an die verrücktesten Schuhe 2020. Und zwar wirklich wilde Sachen. Ich habe kurz reingeguckt, absolut verrückt. Ja, absolut verrückt. Das sind Sachen, wo du dir denkst, das soll ein Schuh sein. Ich mag Schuhe, ja. Ich persönlich habe ein kleines Kaufproblem. Früher bin ich immer mit meiner besten Freundin zum Zalando Outlet gegangen, weil man da halt cheap die ganzen alten, aus der Saison gekommenen Schuhe kaufen konnte. Halt im Winter Sommerschuhe und im Sommer Winterschuhe. Und ich habe gefühlt jedes Jahr Unmengen an Schuhen gekauft. Ich habe so richtig viele von diesen Papiertüten, wo Zalando Outlet draufsteht. Also falls ihr den Zalando Outlet in eurer Nähe habt, ne? Nein, aber ohne Mist, Schuhe bin ich großer Fan von. Würde ich sagen, weiß ich ein, zwei Sachen drüber. Wir gucken uns heute verrückte Schuhe-Kreationen an. Selbst wenn ihr keine großen Fans seid, ist das Video gut, okay? So, Punkt. Unser erstes Paar Schuhe ist diese. Abomination. Ich habe mir extra, ja, zu Ehren dieses Schuhs einen Zopf gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, wir stellen ihn nach, ja? Und zwar hier. Ist es nicht der Look zu sagen, hier, ich habe den Zopf drin, ich ziehe den Schuh an. Ist es ein Look? Ist es ein guter Look? Nein. Weil vor allem, ich habe mehrere Fragen. Ja? Wie stehst du auf so Dingern? Also, ehrliche Frage, weil... Du hast ja normalerweise bei so Absatzschuhen halt einen Absatz, aber hier hast du das Haar. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Haar auskennt, aber das stützt nicht so gut. Von daher will ich, wir raten übrigens, ja? Ich weiß nicht, was halt noch kommt, deswegen, ich würde ein bisschen Raum nach oben lassen wollen, damit wir den schlimmsten Schuh herausfinden können. Wisst ihr, was ich meine? Notfalls gehe ich halt nochmal zurück. Aber ich gebe dem hier auf der Skala vom schlimmsten Schuh mehr Punkte sind schlechter, okay? Nur damit ihr es wisst. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mitraten. Kriegt der schon eine solide 7. Okay, nee. Das ist ja... Holy. Okay, der Schuh, der hat noch mehr Nachteile. Oh lol, ich sehe jetzt erst. Warte. Okay, ich hab irgendwie falsch geguckt und ich war so, irgendwas stimmt mit der Person nicht. Irgendwie sind die Beine komisch geknickt. Der Teil stützt die Schienbeine. Tut das nicht höllisch weh? Ist das krass quasi mit Watte ausgelegt? Weil also der Fuß ist ja nie im Leben so lang. Der Fuß geht ja vielleicht bis hier, bestenfalls. Das heißt, du hast hier einfach viel Platz für Flauschiges. Das heißt, du tust dir nicht zwingend weh. Weil ich weiß, dass so Spitzenballerina-Tänzer, das tut denen echt weh. Und die müssen da jahrelang für trainieren. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Das sind... Aber, also... Erstens, du kannst ja auch nicht normal laufen. Versuch mal zu rennen in so Dingern. Ich meine, überleg mal, ja? Wenn ich die Schuhe hätte, ja? Müsste ich ja so durch die Gegend laufen. Ich könnte ja nicht quasi eine normale Laufbewegung machen. Der kriegt eine 9 von 10. Der ist wirklich hier, der ist bad. Der ist wirklich einfach rundherum schlecht. Was zur Hölle? Ich denke, da müssen wir nicht viel zu sagen. Ne? Bananen sind Obst. Die sehen tatsächlich recht flauschig aus. Sagt, was ihr wollt. Ich gebe dir eine 6 von 10. Ich glaube, die anderen beiden waren schlimmer bisher. Jo. Das hier. Der Part. Ich meine, der Schuh ist nicht wirklich ästhetisch ansprechend. Aber... ich habe... Also... Da muss ja ein Designer gesessen haben. Und der muss sich in einem Raum, ne, mit seinem Team befunden haben. Und er war so, Jungs, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee für einen neuen Schuh. Und der ganze Raum ist nur so, was? Was ist die neue Idee? Kennt ihr das? Wenn ihr so in Kaugummi tretet und das ist am Boden und das bleibt an eurer Fußsohle kleben und ihr macht den Fuß hoch und das ist einfach diese eklige Klebespur. Und dann sind so, oh ja, das ist mir schon mal passiert. Ja, richtig unangenehm. Das machen wir permanent. Das ist der Absatz. Ein Kaugummi. Aber es sieht nur so aus. Nein, eigentlich ist es der Absatz. Und dann haben die gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Das verkauft sich bestimmt gut. Klasse, so machen wir es. Oh! Nein! Nein! Was ist das denn? Nein! Ich meine, das Schlimmste an der Sache ist, dass das wahrscheinlich bis jetzt die Schuhe sind, in denen man am besten laufen könnte, weil unabhängig von dem Huf und der, keine Ahnung, darf ich Pistole auf YouTube sagen? Man weiß es nicht. I mean, die Form ist generell high-heelig. Wisst ihr? Wenn du einen normalen High-Heel daneben hältst. Von der Form passt. Die haben nur komisches Außengerüst drum gemacht. Aber wieso? Du bist einfach so... Es tut mir leid. Nochmal eine 9 von 10. Du bist so hässlich. Was ist das? Wieso? Nein! Sind das überhaupt Schuhe? Darf das als Schuh durchgehen? Ist das in euren Augen, ja? Er hier. Das da. Die Klaue. Ich meine, ist das für euch ein Schuh? Oder ist das
es gibt ja auch so Stulpen, ja, die zieht man ja im Winter an, wenn dir sonst zu kalt ist und dann hast du so, die gehen dann bis zu den ähnliche Höhe wie hier, nehme ich mal an, gehen die hoch. Und dann hast du die unter, aber die kannst du nicht unter deinen Schuhen anziehen, weil du diese komische Klaue hast. Sieht das auch gefährlich aus, weil was ist, wenn das hier wegrutscht und dann rammt dir die Klaue richtig in der... Nee, 10 von 10, schlechtester Schuh, den ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, ja, aber ich sag 10 von 10. Schlimmer wird's nicht, schlimmer wird's nicht. Was bist du? Der Casual High Heel für zwischendurch? Also, ich habe so viele Fragen mit dem Ding. Oh, ich habe so viele Probleme. Das ist eine weitere 10 von 10, die ist auch richtig schlecht. Warum sind denn... Also, wer macht denn sowas? Nein! Nein! 10 von 10, müssen wir darüber reden? Ist mir egal, ob die praktisch sind. Da sind ja sogar Haare... Eww! Ich hasse sie! Was bist du? Okay. Okay, realistisch. Okay, sie sind... Okay. Ich sammle mich, ja? Ich bin... Da ist noch der Schock von den Fußschuhen. Ich meine, würde ich sie selber tragen? Nein. Aber gucken wir uns sie mal näher an, ja? Es ist offensichtlich inspiriert von unserem Freund, dem Boxhandschuh. Ich meine... Ich habe nicht direkt ein Problem mit denen. Sie sehen, guck mal, abgesehen von dem komischen, von der komischen Beule, ne? Sieht es aus nach einem normalen Fußprofil, wo man drinnen laufen kann. Klar, das hat ein bisschen was von so Clownschuhen. Aber wenn ich ein Zirkusclown wäre und ich bräuchte neue Schuhe für einen Auftritt und ich boxe in meiner Freizeit gern, vielleicht wäre das mein Mann. 2 von 10. Der ist nicht so schlecht. 2 von 10. Ich glaube tatsächlich, das sieht mehr nach einem DIY-Projekt aus für mich. Das sieht aus wie eins von diesen 5-Minute-Crafts-Videos, wie: Oh, deine normalen High-Heels sind dir zu langweilig? Kein Problem! Nimm einfach ein paar Lego-Steine und alles, was du noch brauchst, ist eine Heißklebepistole. Und dann zeigen sie so ein richtig glückliches Mädchen, was mit Heißkleber diese Schuhe vandaliert und da diese blöden Lego-Steine Stück für Stück draufklebt. Und dann am Ende ziehen sie an und sind so: Oh mein Gott, so innovativ! Das ist genauso, wie wenn sie die Frisuren zeigen, wie: Ja, im Winter ist dir manchmal kalt, deswegen mach doch einfach deine Haare hier mit einem Haargummi fest. Dann wärmen sie dein Gesicht! Mit einem inneren Feuer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, Punkt ist, das sind normale Schuhe. Die hat jemand beklebt. Gut, wären sie dadurch besser? Nein. Wenn das jetzt mein erster Schuh gewesen wäre, den ich gesehen hätte, hätte ich gesagt, bah, 8 von 10. Aber so muss ich sagen, 3 von 10. Er reiht sich ein. Er ist nicht so schlecht. Er könnte schlimmer sein. Er könnte eine Schwimmflosse sein. Er könnte ein Pferdehuf sein, ne? Das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten. Das ist die traurige Wahrheit. Da kann ich gleich noch einen zur Liste hinzufügen. Er könnte ein Spaghetti-Schuh sein. Mit Fleischklößchen. Wie wirklich ansprechend. Zum Glück hat jemand diesen Schuh entworfen. Solch eine Freude. Solch eine Bereicherung für die Menschheit. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich will gar nicht begründen, warum. Ich glaube, es ist offensichtlich. Das ist eine 8 von 10. Das ist furchtbar. Yeah. Okay. Gut. Das war's. Falls ihr sagt, ich stimme nicht zu, ich fand nicht, dass die Schwimmflossen und die, was war das andere, diese Ziegenhufe die schlimmsten Schuhe waren. Aber falls ihr sagt, ich fand den Spaghetti-Schuh am schlimmsten. Oder ihr sagt, oh nee, der Menschenfuß. Ne, ich möchte meine Meinung ändern, ich fand den Menschenfuß am schlimmsten. Der war furchtbar, der war eine 10. Habe ich den geratet? Ich weiß es gar nicht. Den fand ich grässlich. So, falls ihr sagt, ich habe eine starke Meinung, ich fand den Menschenschuh auch am schlimmsten. Oder ich fand den Menschen super, ich würde mir den gerne kaufen. Dann schreibt mir das in die Kommentare, den Fußschuh. Ich hoffe, keiner von euch schreibt das in die Kommentare. Ich hoffe, ihr sagt alle, ja, ich fand die auch alle nicht schön. Vielleicht den Lego-Schuh, vielleicht findet irgendjemand den Lego-Schuh gut. Aber ich will keinen einzigen Kommentar lesen. Ja, keinen einzigen, der den Fußschuh gut fand. Bitte. Damit war es von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, dann mache ich sowas öfter. Und ansonsten abonniert diesen Kanal. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil über 60% von euch Nasen den Kanal noch nicht abonniert haben. Ich sehe das in meinen Analytics. Ihr denkt, ihr könnt mich betrügen. Ihr denkt, ihr könnt einfach sneaky hier sagen, ja, ich habe den Kanal schon... Lügen. Lügen. Aber ist nicht schlimm. Ich vergebe euch nochmal, aber es sollt ihr... Ne, ihr wisst, was zu tun ist. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.